Hallo und herzlich willkommen zwischen den Alpen und den Bergen. Ich bin Ex-Jigas mit der Schweiz. Oh, ich bin der Ex-Joybus mit Ecuador, Freunde. Ja, los geht's. Los geht's und wie ihr wahrscheinlich nicht wisst, Ecuador, da bin ich gar nicht. Also schon, aber es ist nicht meine Mannschaft. Ich spiele die Mannschaft vom Ex-Jigas heute in der virtuellen WM. Ich übernehme seine Rolle, aber natürlich werde ich alles geben. Um mit dieser Mannschaft einen Sieg einzufahren, ist ja logisch. Weil sonst wäre das ja langweilig, dann brauchen wir ja nicht spielen. Und wir wollen natürlich ein schönes Turnier haben, wa? Ja, das muss aber so sein. Und ich werde jetzt mal Drimic reinpacken, weil Seferovic ist einfach... Was sagst du, Favorit in diesem Spiel jetzt? Also jetzt nicht von den Typen her, dir und mir, sondern einfach von den Mannschaften? Vielleicht auch in echt so? Was sagst du? Ah, in echt? Also in echt sehe ich da schon fast die Schweiz vorne, also... Ja. Die Schweiz hat viele junge Spieler. Überraschend viele junge. Und jetzt kann man hier bei den Aufstellungen, muss kann man mal kurz gucken. 29, okay. Ein paar alte Sechsen dabei, aber hier zum Teil auch richtig viele junge Spieler dabei. Topfit und manche sind davon noch ziemlich schnell. Sheldon Shaqiri zum Beispiel. Oder Drimic. Drimic ist jetzt zwar nicht schnell, aber der hat einen guten Schuss. Ja. Aber ansonsten, ja, das kann man immer so schlecht einschätzen in WMs, ne? Weil in echt ist ja die WM der Verletzungen. Ja, im Moment ist es echt so. Also was heißt im Moment? Wir spielen ja jetzt hier noch vor der WM. Welcher Tag ist heute? Der 8. Der 8. Juni. Das heißt, in gut 4 Tagen geht's los, ne? Mit der echten WM. Wir bringen euch die virtuelle WM, kennt ihr ja. Ich hoffe, bis jetzt haben euch alle Videos gefallen, alle Spiele. Und jetzt mache ich mal mit deinen Ecuadoren deine Lieblingsmannschaft Schweiz in Arsch. In Arsch. In den Arsch. Ah, die Kamera, die... Weiß nicht, ist die immer so? Irgendwie ist die komisch, ne? Eigentlich habe ich auch mal auf Tele und richtig weit rausgezoomt. Dann sieht man fast das ganze Spielfeld. Ach. Aber vielleicht kommt es jetzt auch noch vor, weil der Fernseher bei mir im Zimmer ein bisschen näher steht. Das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Wir haben nämlich die Location gewechselt. Ihr seid vielleicht verwirrt, weil wir in den anderen Videos gesagt haben, ja, wir spielen heute den ersten Spieltag komplett durch. Freunde, das haben wir gemacht. Und was passiert? Hälfte der Videos, kein Ton. Kein Ton! Und da wir gedacht haben, ach komm, kein Bock, das alles nachzusynchronisieren, spielen wir es einfach nochmal neu. Das macht doch mehr Spaß und vielleicht kriegen wir auch die gleichen Ergebnisse hin. Wir versuchen es natürlich nicht extra, aber wir sagen euch einfach am Ende des Spiels, wie das originale Spiel ausgegangen ist. Was heißt original? Das erste Spiel. Es bleibt ja jetzt trotzdem das hier, ist das dann das Originale, denn das wird hochgeladen. Ja, das ist dann das Ergebnis, was dann auch auf dem Zettel stehen wird, wie das hier ausgehen wird. Und aber ich muss sagen, dass der Ton überall abgekackt ist. Ist eigentlich zugunsten von dir so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Also. Weil in die Spiele, muss man sagen, wo es abgekackt ist, da hat der Ex-Jigas so viel auf die Fresse gekriegt. Und was heißt auf die Fresse? Also er hat viel verloren, hat viel Frust gehabt und hat viele Raster gehabt. Die sind leider dann halt, könnt ihr irgendwie nicht sehen. Die haben wir ja dann auch nicht auf dem Ton oder so. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht schaffe ich es ja, ihn wieder zu provozieren, dass es nochmal klappt. Oh, gute Parade. Benaglio drin. Naja, muss ich aber sagen, bei den letzten Spielen, letztes Mal, wo wir aufgenommen haben, da war auch echt Arbeitsverweigerung vom Feinsten von meinen Spielern. Da war auch, glaube ich, lange 1-0 für Ecuador bei diesem Spiel. Und dann, kann ich kurz vor Ende, war dann richtig Arbeitsverweigerung. Da hast du dann komplett, also da war dann die Zeit von den Schweizern vorbei. Boah, jetzt ist aber hier großer Spielfehler. Boah, Banguera. Letztes Mal hatte ich den anderen Torwart drin. Heute habe ich mal den genommen. Ja, letztes Mal hatte der Torwart aber auch wirklich nicht so viel zu tun. Nein, letztes Mal war wirklich, Schweiz war für mich, fand ich überraschend schwach, weil das eine deiner Lieblingsmannschaften ist. Also du hast da ganz gern, glaube ich, mitgespielt beim normalen FIFA 14. Ja. Und auch gut, muss man ganz ehrlich sagen, auch sehr gut. Ein paar schöne Tore gemacht gegen mich mal. Hast mich auch, glaube ich, einmal 6-3 damit abgezogen, wo ich Niederlande gespielt habe. 5-2. Ja, das kann alles sein. Auf jeden Fall war es ein hartes Spiel. Genau deswegen, aus dem Grund hätte ich nicht vorher mit der Schweiz gespielt, hätte ich ja Seferovic spielen lassen, alleine von den Werten her. Aber da ich vorher schon mit der Schweiz gespielt habe, lasse ich Drimic spielen, weil Drimic einfach. Der ist doch wohl geil. Das stimmt, den mag ich auch mehr. Also mal ganz ehrlich,
Oh, schade, da war die erste Chance. Die erste gute Chance dieses Spiels. Also, was heißt erste gute Chance, aber es war halt die Chance. Und meine Fresse, ist das heute heiß. Heute ist echt heiß. In Germany. Was haben wir? Nichts Besseres zu tun. Als für euch, zu recorden. Ja, aber ganz ehrlich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag in Deutschland diese Hitze nicht. Die erdrückt mich und das ist schwül und das ist, ich mag das. Ups. Wenn ich dann ins Freibad gehe, okay. Aber dann im Freibad, weiß ich nicht, da. Ich mag das Freibad auch irgendwie nicht so. Also Freibad ist irgendwie auch langweilig. Also ich mag mehr. Kann man besser ins Auto steigen und irgendwie zum See fahren oder zum Kanal, ich weiß es nicht. Anstatt sich ellenlang da im Freibad aufzuhalten. Ich weiß. Also wir sind immer nur ins Freibad gegangen, um Fußball zu spielen, ne? Ja. Aber da wir jetzt nicht mehr so oft Fußball spielen. Außer an der Konsole. Eher Basketball. Ja. Was ist mir zum Basketball hergelaufen? Könnt ihr auch mal wieder... Wieso werdet ihr euch fragen, kommt kein NBA mehr? Da ist immer das Problem, dass Joybus und ich uns nicht so oft treffen können. Und das heißt, wenn wir NBA aufnehmen, muss nach dem Aufnehmen NBA sofort geschnitten werden, muss nochmal nachsynchronisiert werden und dann muss das Ganze in Vegas nochmal gerendert werden. Und das kostet sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit und das sehr viel Blut und da wir eigentlich sowieso mehr auf FIFA fixiert sind. Eigentlich ist das hier auch schon fast ein reiner FIFA-Kanal geworden, muss man mal sagen. Ich gebe mir immer Mühe, ein bisschen was anderes hochzuladen, wenn ich mal alleine zu Hause bin und die Zeit habe. Und der X-Gigas hier ist, bei sich zu Hause und am Gammeln ist oder sonst wo. Ich habe ja die meistens die Elgato bei mir. Und dann nehme ich auch mal was auf. Vielleicht bringt der X-Gigas ja euch die Tage auch mal was. Man weiß es nie, ne? Ja, was dann so kommt, ne? Was dann so kommt, ne? Aber bis jetzt. Bis jetzt das Spiel nicht wirklich schön anzuschauen, wa? Ne. Frag mich, ob in echt mag ich das eigentlich, wenn so zwei bisschen Underdogs gegeneinander spielen, das ist immer spannend. Oder ist es todeslangweilig wie hier? Aber das glaube ich nicht. Ne, in echt wird das anders laufen. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Quador hat, glaube ich, auch letztens gespielt, ich weiß gar nicht mehr gegen wen. 3-3. War das? Gegen ihn eine Mannschaft 3-3. Gegen, auf wen war das? England, gegen England, genau. Also da haben sie sich gar nicht mal so schlecht geschlagen. Ja, man kann ja nur sagen, zu den Großen, man darf die Kleinen nicht unterschätzen. Geido! Die ganzen Underdogs. Die dürfen nicht unterschätzt werden. Ja, wahrscheinlich, wenn wir dieses Video hochladen, dann ist wahrscheinlich, hat Ecuador gegen Schweiz schon gespielt. Vielleicht schaffen sie es ja auch vorher. Dann, wenn vorher. Oh, ja, so, gut gehalten von Benaglio! Kakaido drängt sich da durch, Kakaido! Was ist das da? Benayo macht hier seinen Job richtig, richtig gut. Oh, die Abwehr. Noboa! Noboa 1-0! Der Ball zappelt im Netz. Was sagst du dazu? Bisschen kacke, ne? Der Ball kam nicht raus. Ecuador macht das 1-0. Baby Jeff auch vorne mit dabei. Benayo, also. Ich glaub, der hat erst super gehalten, aber es lag eindeutig an der Verteidigung. Ja, schlecht weggefaustet, der sieht den Ball spät. 1-0 Ecuador. Ah, Schweiz, man muss sagen, irgendwie, da kommst du nicht, noch nicht so mit klar. Ja, ich weiß nicht, bei dem normalen FIFA 14 ist das... Kann man nicht beschreiben. Vielleicht haben sie die auch schlechter gemacht extra, weil die wussten, dass du so damit abgehst. Und weil ich ja auch Baby Jeff hab. Baby Jeff, der macht das dann. Wer ist denn aber Baby Jeff? Ich glaube, die Guagua, oder wie der ist. Royas. Flanke rein! Schlecht gemacht von Benaglio. Also, den kann er auch fangen, eigentlich. Eigentlich schon. Valencia jetzt der einzige wirkliche Star bei Ecuador. Wenn ich Jan Sommer einwechsel, mit dem wir schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, stimmt. Ich glaube, das war auch letzte Mal das. Das war da, wo dann die nächsten. Hab, wo dann die nächsten zwei Tore gefallen sind. Das letzte Mal. Letztes Mal ging es 3-0 für Ecuador aus, um zu sagen, Tore geschossen von Neboa, Ibarra und Mina, glaube ich. Vorlagen hatte dann Kakaido sogar zwei, war dann Spitzenreiter. Da habe ich mich in dem Video sehr drüber gefreut. Das kann natürlich bis jetzt nicht passieren, aber ist ja auch egal. Vielleicht finden wir einen anderen Spitzenreiter.
Vielleicht, vielleicht, wir wissen es nicht. In Tore immer noch ergeben. Spitzenreiter Radamel Falcao, aber dicht gefolgt von Daniel Sturridge. Oder Sturridge. Und noch wer, anders, glaube ich. Da muss ich überlegen. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, das war wer anders, der aber erst in späteren Spielern auftritt als jetzt. Also die jetzt hier nach noch kommen, die haben wir auch alle schon gespielt. Na, aber die mussten ja leider Da hatten wir, glaube ich, noch Leute, die zwei Tore schießen. Oh, Abwehrfehler! Oh, die Grätsche, es gibt keinen Foul, unglaublich. Da muss ich dir jetzt mal endlich mal zustimmen, das wäre eigentlich ein Elfmeter wert gewesen. Eigentlich schon. Aber trotzdem gute Abwehrleistung. Ja, von mir natürlich. Ich leite die Schweiz hier durch. Oh, da ist er durch. Was macht er denn? Drimmitsch jetzt. Oh, knapp. Spiel ist aber noch nicht vorbei. 90. Minute jetzt. Angebrochen. Ball muss weg da. Ayoli. Kaido. Der kämpft sich da. Ah, ja, ein Krampf, er hat einen Krampf. Nicht gut. Gar nicht gut. Cramps hat er. Schöne Cramps. Das Campos. Schöner Pass auf Ibarra. Letztes Mal ein Tor gemacht schon. Wir sind 1-0, wir sind 1-0. 5 Minuten Nachspielzeit. Alles noch offen. X-Jigger ist jetzt unglaublich konzentriert, will noch diesen Konter haben. Ayuli geht nochmal hinterher. Oh. Shaqiri Flanke mit rechts, das ist nicht gut. Und das Spiel ist vorbei, 1-0. 1-0. Ja, was soll man dazu sagen? Ziemlich ausgeglichen diesmal. Ja. Torwart von dir hat gut gehalten, meiner hat nicht so viel gekriegt aufs Tor. Ah, leider. Da haben wir das alte Ergebnis so ein bisschen wieder hergestellt. 1-0, Nummer. Ja, also wesentlich stimmt's von den Punkten her. Von der, ja. Freunde, wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Das ist die Gruppe E, das erste Spiel gewesen. Wir freuen uns, wenn ihr bei Frankreich gegen Honduras auch dazu guckt. Zweites Spiel der Gruppe, also zweites Spiel des ersten Spieltag Gruppe E. Dann wird auch mal geballert, mehr vielleicht aufs Tor als hier. War trotzdem ein gutes Spiel. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Virtuelle WM bei den Real Avengers. Haut rein, Freunde.